Ich muss ein Geständnis machen. Cyberpunk könnte mein Lieblingsgenre sein. Und das liegt weniger an den Roboterarmen, obwohl die sehr cool sind, sondern eher am Gefühl. Das Genre hat allgemein eine gewisse Unterdrückung in sich, das ist, wo der ganze Punk-Aspekt mit reinkommt. Aber ich greife zu weit voraus. Fangen wir bei den Grundlagen an. Was ist Punk? Punk ist ein literarisches Genre, in dem wir sind alle am Arsch die Grundeinstellung ist. Erst nachdem alles im Arsch ist, fangen wir an, die Geschichte zu erzählen. Das System ist korrupt und alle möglichen Moralinstanzen sind vollkommen nutzlos. Also müssen unsere Protagonisten die Moralinstanz sein. Sie reagieren nicht aus ihrem religiösen oder Rechtsempfinden heraus, sondern aus ihrem eigenen persönlichen Moralkodex. Und ihr habt gemerkt, dass ich das Wort Protagonisten erwähne, denn es ist ganz wichtig festzuhalten, es gibt im Punk keine Helden. Helden sind idealistische Vollidioten, die sich gegen den Drachen werfen in Hoffnung, die Prinzessin zu retten. Im Punk wird man höchstwahrscheinlich versuchen, mit dem Drachen halbe-halbe zu machen, einfach um seine eigene Haut zu retten. Der Grundtenor ist, die Protagonisten sind keine selbstlosen Helden, sondern sie versuchen in dieser zerbrochenen, kaputten Welt das Beste für sich herauszuholen. Jetzt gibt es nur noch ein Problem. Ich war nie der Typ für Zukunft oder Sci-Fi. Ich habe mich immer mehr für Fantasy interessiert. Und bei Fantasy wird das Ganze ein bisschen schwierig. Sicher, es gibt große, gigantische Wesen, Götter der Zerstörung, die nur durch ihre bloße Anwesenheit Kontinente verrücken. Aber dann passiert sowas. Ja, das ist das kleine Problem. Punk baut darauf auf, dass die Charaktere innerhalb eines kaputten und korrupten Systems arbeiten und dass diese Machtstrukturen nicht verändert werden können, zumindest nicht effektiv. Während Fantasy im Grunde darauf aufbaut, dass diese kaputten Strukturen zerstört werden, weil die Helden sind Helden und das machen Helden nun mal. Aber was wäre, wenn Fantasy keine Helden hätte? Zu Anbeginn der Zeit waren die Götter. Und die Welt war friedlich. Die Götter schufen, wurden angebetet, alles hatte seinen Gang. Und dann kam es zum Krieg. Niemand weiß genau, wodurch er angefangen wurde oder wer zuerst angegriffen hat. Aber das Ergebnis war eindeutig. Von den ehemaligen Tausenden und Abertausenden von Göttern überlebte nur eine Handvoll. Und das hatte drei große Folgen. Die erste Folge war, dass aus dem Blut und den Trümmern der gefallenen Götter die Ebenen entstanden. Die Essenz der Magie. Die zweite Folge war der Blutstern, der Fixpunkt dieser Magie. Der Anker, der diese Realität zusammenhält. Und das dritte Resultat war Anarchie. Nicht unbedingt für die Menschen, aber für die Wesen, die näher mit den Göttern verbunden waren. Die Zweigesichter. Die Balance zwischen Himmel und Hölle wurde vollkommen zerstört und es kam zu einem ewigen Krieg. Größere Häuser, die ihren Schutzgott verloren hatten, wurden zerstört. Und kleinere Häuser mussten bei den größeren um Gnade betteln, wenn sie nicht restlos vernichtet werden wollten. Das alles führte dazu, dass die Balance hunderter kleiner Fraktionen endete und die Tyrannei weniger gewaltiger Fraktionen anfing. Oder das wäre zumindest meine Idee, wie man Mythpunk basteln könnte. Und ja, ich nenne es Mythpunk. In der Theorie hätte ich zwar ein halbfertiges Setting, das ich hier jetzt vorstellen könnte, aber erstens möchte ich nichts Halbfertiges vorstellen und zweitens ist das Video schon lang genug. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bitte gebt mir Feedback. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache.